Wenn wir einen Punktschätzer haben, dann möchten wir natürlich, dass das ein guter Punktschätzer ist, dass der also gewisse Eigenschaften aufweist. Und die klassischen Eigenschaften, die so ein Punktschätzer haben soll, nennt man biasfrei und effizient. Und das ist hier sozusagen in diesem Bild dargestellt, was man unter biasfrei und effizient versteht. Biasfrei heißt, könnte man auch sagen, verzerrungsfrei. Also das heißt, biasfrei, wenn wir einen biasfreien Schätzer haben, dann sollte der im Mittel das Richtige schätzen. Also hier unten haben wir zwei Beispiele für biasfrei. Das heißt, im Mittel, wenn man jetzt hier diese ganzen Kreuze sozusagen zusammenfassen würde, dann würde man im Mittelpunkt landen und der Mittelpunkt ist sozusagen der Wert, der rauskommen soll. Das ist also der echte, unbekannte Wert, den wir hier schätzen wollen. Also das ist biasfrei. Das heißt, wir schätzen im Mittel, im Erwartungswert, das Richtige. Und dann natürlich, das reicht uns noch nicht, sondern wir wollen das natürlich auch möglichst gut, möglichst genau tun. Also es ist natürlich das Rechte hier besser als das Linke. Und das macht sich an der Varianz des Schätzers fest. Also der Schätzer soll eben dann auch eine kleine Varianz haben. Und die Varianz, also hier haben wir eben zweimal Beispiele von kleinen Varianzen. Das heißt also, wenn ich eine Wiederholung durchführe eines Experiments, dann bekomme ich ein Ergebnis, das sehr ähnlich ist. Das streut also nicht viel. Und wenn es die kleinstmögliche Varianz ist, dann nennt man den Schätzer effizient. Und Varianz wird ja auch immer in Statistik immer mit Informationen in Verbindung gesetzt. Also der effiziente Schätzer nutzt also in gewissem Sinne die Informationen, die in den Daten ist, auf die bestmögliche Art und Weise. Das heißt, wir wollen am Ende des Tages einen biasfreien und effizienten Schätzer haben. Dann haben wir also eben diese Situation. Das wäre also das, was wir uns wünschen. Man wird dann später sehen, oder man wird sehen, wenn man sich das da mal genauer anguckt, dass das nicht immer geht, beziehungsweise durchaus schwierig ist, beides zu haben. Also man muss dann auch Abstriche machen und sagen, also entweder ist mir jetzt biasfrei wichtig oder es ist mir effizient wichtig oder man kombiniert dann Bias und Varianz eben in einem Kriterium, das man dann minimiert und das ist der sogenannte Mean Squared Error, also mittlere quadratische Fehler. Das heißt, man möchte dann den mittleren quadratischen Fehler möglichst klein haben, der eben eine Kombination aus Varianz und Bias darstellt. So definiert man also dann einen guten Punktschätzer.